Hallo Leute und herzlich willkommen zum zweiten Part Mr. Prep. Im ersten Part haben wir die ersten beiden Tage geschafft und Mr. Prep, jetzt machen wir wahrscheinlich die Tage 3 und 4. Und ja, wir haben direkt am Anfang das Tutorial geskippt, weil die Entwickler arschgeigen sind und ich eh kein Fan von Tutorials bin. Und wir haben der Jenny, der Kräutersammlerin, sogar kennengelernt und auch ihre Hütte wieder beschafft, die von Wölfen halt besetzt worden war. Ja. Und wir haben die Wölfe natürlich gekillt. Kampfsystem ist verbessert worden zum Glück. Und ja, wir machen hier weiter. War aufgehört worden ist. Und ja. Erstmal hier bitte einmal öffnen, das Geld mitnehmen, was wir verdient haben durch einen Tisch, den wir an die Nancy verkauft haben. An Nancy's Bauladen oder so. Ja, wir haben ein bisschen Holz mitgenommen aus dem Wald. Wir haben auch ein paar Beeren mitgenommen aus dem Wald. Die müssen wir hier rein tun, sonst wird das schlechter Zeug. Was? Als ob wir so viel Zeug haben hier. Laber doch nicht. Das wird so schwer, Willy. Really? Achso, doch, ja, wir haben das Holz hier noch im Inventory. Egal, hol mal ab, weil noch ist das egal, können wir so viel Wasser verbauen, wie wir wollen. Ich hatte das schon wieder am Regen, das war ja noch nicht so das Zeug, um die Werkbank zu upgraden und einen Eimer herzustellen. Dann können wir unser eigenes Wasser mal holen. Sergej. Und hier auch noch, mach das mal. So, Vertrauen fast auf Level 3 bei Sergej, das ist sehr gut. Und ja, wir machen weiter. Denn ich brauche so eins. Holz zerlegen auch vor allem. So, Pilze aus der Mine. Achso, am Fluchtplan muss ich auch schauen. Könnten wir eigentlich auch angehen. Erstmal Holz zerlegen. Dann mach das mal. Ich weiß nicht, ob die Jägerin Interesse an dem Fell hat oder so. Oder an den Federn auch. Könnte sein, müssen wir mal gucken. Ganz fix, dass es uns vielleicht auch ein bisschen Geld gibt. Da kommt auch bald der Postbote, aber ich hoffe, den ignorieren zu können, weil er labert immer und interessiert mich ein Scheiß, was er zu sagen hat. Nee, können wir nicht verkaufen. Junge, es interessiert mich nicht. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Nee. Dass seine Existenz und alles, was damit zu tun hat, mich in Scheiß interessiert. Ich wirklich absolut null interessiert. Ja, vielleicht muss ich die Jägerin noch upgraden, um der was verkaufen zu können, weil ich meine, das ging mal. Vielleicht was auf einer Schwierigkeitsstufe oder so. Oder wirklich erst, wenn man die upgradet hat, so. Keine Ahnung. Was war denn das? Wo war ich? Ich meine nicht. So, machen wir Nickerchen. Dann schauen wir einen Fluchtplan. Der Typ kommt ja erst später, ne? Ja, haben wir noch massig Zeit für viel geiler als Tutorial zu zocken. Ja, was die Frage aufruft, warum gibt es so ein Arsch? Schickes Tutorial. Hätten sie sparen können eigentlich. Aufstehen. Und lang, klar. Los, schneller! Speichern. Schön. Ziel Nummer 1 überleben. Ziel Nummer 2 flüchten. Ich schaffe eine Nahrungsquelle. Okay. Baue Nahrungsquelle. Zeit für unterirdische Farm einzulegen. Agent, wenn ich Glück sehen würde. Brauchst du? Er kann 5x Beet kann in der Werkbank hergestellt werden. 5x Samenbeutel in meinem Haus finden. Haben wir ja schon gesehen. Kann auch einen Handel erwerben. Damals wusste ich gar nicht, dass es hier auch ein Haus gibt. So irgendwie. Irgendwie hatte ich das verpeilt gehabt, aber na gut, kann ich schon mal vorgehen. So, genau, super. Hier noch was? Ja, dann bitte überweisen, bitte überweisen. Bitte das auch mitnehmen und dann bitte Beet herstellen. Ach nee, ich glaube, das ging anders tatsächlich. Und zwar müssen wir, glaube ich, erstmal hier, ne? Genau. Wir können es nicht erweitern, ne? Nee. Da müssen wir bauen.
Alter. Was ist das los, Prep? Hier. Hä? Hä? Ging das nicht? Geht doch. Genau. Das sind auch gute Vorbereitungen, die wir gerade treffen, falls der Typ da kommt. Der von der Agentur, von der Regierung, die irgendwas Zwielichtiges hat. Ne? Aber uns ist das egal. Prepper aufzutrainieren, auch vor der Crowd anzugehen. Ne? So, wir brauchen einmal hier die Leiter. So. Gut, dann bitte einmal zur Werkbank gehen. Die verboten ist, deswegen müssen wir sie auch am besten direkt da runterpacken. So, aber erstmal möchte ich was herstellen und zwar. Ne, nicht ganz. Ich möchte Beete herstellen. Ah ja, genau, dadurch kriegen wir die Erde her. Hab mich richtig erinnert zum Glück. So, 3, 4. Und 5. So, dann möchte ich einmal bitte die Werkbank nehmen. Bitte einmal. Aber mir gefällt auch die Musik. Düm, düm, hat was richtig Beruhigendes, muss ich sagen. Geh mal runter. Los. Los, schneller, ein bisschen zackig, Junge. Wir haben nicht ewig Zeit, du hören hier. Wie der ist auf dem Screen verschwunden. Der kann sowas? Das wusste ich nicht. So, dann bitte einmal hier eine Lampe hin. Eben. So, wobei, eigentlich weiß ich, wenn es hier ist. Wobei, nee, ich mach die Beete einfach in einen extra Raum. Ja, dann machen wir einfach noch einen Raum. So, und zwar machen wir hier einen hin. Hier, 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 hier. Einen Riesenraum bauen wir. Hä? Nein, ich möchte das bauen. Hallo, aufhören. Weiß nicht, warum es nicht reagiert manchmal, aber auch egal. Gehen wir schlafen, machen dann am nächsten Tag direkt weiter, nachdem wir uns fit gemacht haben. Ja, soll ich schlafen gehen? Ja, dann mach, wenn du dich ausruhen willst, du Vollidiot, ey. Dieser Entwickler, ey. Aber gut, wenn man Tutorial schon so arschig ist und den Spieler einen da reindrückt, ohne dass er was falsch macht, kann man ja eigentlich nicht viel erwarten, ne? Weil das ist echt Unterlassung. Das ist toll, wenn es immer noch so verkackt ist wie damals. Ey. Ich will es gar nicht wissen. Na gut, deswegen spiele ich. Das ist einer der Gründe, warum ich froh bin, die Tutorials wirklich gespielt zu haben. Nehmen wir auch Escapist zum Beispiel. Ich habe das Tutorial nie kapiert. Aber das Game an sich habe ich schnell kapiert. Und das ohne Hilfe, ne? Das war schon crazy. So, wie auch immer. So, wir preppen jetzt rein in die Olga. Und erstmal gönnen wir uns was zu essen, nachdem wir uns ein bisschen Wasser gewöhnt haben. Genau. Tun hier Wasser rein. Tun hier. Genau. So, dann gönnen wir uns was zu essen. Hallo, essen gönnen. So, einmal bitte. Vielleicht eine Karottensuppe machen, weil ich werde keine Gemüsesuppe machen. Ist vielleicht irgendwo dämlich, aber ja, ich habe keinen Bock auf Gemüsesuppen. So, jetzt haben wir noch ein Karottensuppchen. So, das sieht doch erstmal vernünftig aus. So. Dann würde ich sagen, schieben wir das rüber und machen direkt weiter, würde ich sagen. Direkt wird hier. Was? Ich habe es abgebrochen? Fuck. No. So, so groß wie es halt geht. Bauen, aus. Wieso kann ich das nicht skippen hier? Hallo? 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 Ja, bauen.
Ja, dass man das nicht skippen kann. Das dauert viel zu lange. Also wenn weiß ich nicht wie. Drück die ganze Zeit wie wild X, ich halte X, passiert nicht. Leider. Es dauert viel zu lange, der Scheiß. Hallo? Ja, du bist ja auch ein alter Mann. Meine Fresse, ey. Schläft mehr als ich, ey. Viel mehr. Also echt, ey. Und dabei mache ich manchmal Nächte und Tage durch. Und Tag und Nächte, aber. Wo du dich noch. Ein paar Stunden aus, klar. Echt lächerlich. Egal. So. Sergey. Wir haben kein Geld. Echt nicht? Schränke. Okay. Essen machen. Ganz fix. Aber kommen auch zu nichts in dem Spiel. Kommt zu kaum irgendwas, ne? Bald muss er wieder schlafen, ey. Der alte Mann, ey. Runter. Müssen wir hier bauen weiterhin. Bauen. Los. Nein! Hallo, du sollst hier bauen. Gut. Einfach durch, gut dann. Ach so, stimmt, wir brauchen ja noch eine Leiter. Ganz vergessen. So, haben wir noch Lampen? Können wir noch welche machen? Ja, können wir. Gut, haben wir noch eine. Die werden wir brauchen für die Beete. So, dann platzieren wir hier mal. Man kann auch irgendwie angeblich ein Spiel die ganze Nacht durchmachen, nur weiß ich nicht wie. Ja, warte mal. Das geht nicht? Hä? Warum nicht? Hä? Hä? Oder muss ich die unten platzieren? Ich verstehe das gerade nicht. Aber wahrscheinlich muss ich hier dran platzieren, oder? Ja. Aber wir kommen da nicht hin. Das ist doch dumm gemacht, einfach. Ja, das war's mit Mr. Prepper. Wir beenden das Projekt an der Stelle, weil die Entwickler asoziale Dreckschweine sind. Und ich jetzt nicht weiß, wie ich weitermachen kann. Ja, super. Ja, das war's dann mit Mr. Prep.